Hallo, willkommen zu einem neuen Food News Video. Boah, ich freue mich schon wieder, da sind wieder Sachen bei, auf die freut ihr euch schon die ganze Zeit. Viele fragen immer, wo ich die Sachen kaufe. Also, bei mir ist wirklich Laden Nummer 1 Rewe. Allerdings müsst ihr wirklich wissen, jeder Rewe hat ja einen eigenen Marktleiter und die sind super unterschiedlich. Und manche Rewe haben eher das Standardsortiment, die ganz großen haben ganz viele Produkte. Allerdings, was mir aufgefallen ist, von einem Produkt ganz oft auch ganz viel. Also deswegen heißt es nicht, dass ihr im größten Rewe die besten Neuheiten findet. Also manchmal unterschätzt man das. Es kommt wirklich auf den Typ Marktleiter an, ist mir aufgefallen. Deswegen, ja. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock, denn wir starten einfach direkt. Und ich bewerte alles wieder mit 1 bis 5 Sternen. Also let's go. Okay, starten wir mit der Sache, die ihr mir auf Instagram als wirklich mit Abstand am meisten geschickt habt. Und das ist das hier. Die neue Sorte Toffifee Coconut. Krass, ne? Ich habe ja letztens schon mal gesagt, ich finde es krass, wenn so Marken bzw. Produkte, die man wirklich schon seit man Kleinkind ist, kennt. Ich meine, Toffifee kennt jeder. Dass die auf einmal dann irgendwie so eine Limited Edition rausbringen. Das ist ja sehr selten. Ich habe gesehen, ab Oktober gibt es wohl auch Toffifee White. Das schockt ja wohl auch voll. Übrigens, kleiner Lifehack. Wusstet ihr, dass wir wahrscheinlich alle die Toffifee falsch jemals rausgeholt haben? Ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich normalerweise immer irgendwie so das da rausgeholt. Und manchmal geht es ja auch leicht. Und manchmal, gerade hier so, kommt man dann nicht so leicht dran. Was man übrigens eigentlich machen soll, ist hier so in diese Mulde drücken. Und dann kommt so einer raus. Yes. Also sieht das Ganze übrigens aus. Man sieht schon diese Coconut-Schicht. Oh, es riecht auch schon krass nach... Es riecht krass nach Raffaello, muss ich sagen. Wir probieren mal. I don't know. Bin mir gerade nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen künstlich schmeckt das Kokos für mich. Was sagt ihr? Habt ihr es schon probiert? Irgendwie, nee, das Original ist auf jeden Fall viel mehr mein Ding. Würde ich es mir nicht nochmal kaufen. Ich habe da jetzt irgendwie mehr erwartet. Da gab es bei mir auch einen Monsteraufsteller, also wirklich riesig. Woran liegt es? Ich glaube, es ist mir ein bisschen zu künstlich nach Kokosnuss. Oder irgendwie finde ich, das passt nicht so dazu. 3 von 5 Sternen leider nur. Irgendwie kickt es mich nicht so. Okay, die nächste Sache ist auch eine krasse Limited Edition, aber von der Marke kennen wir schon einige und das ist Pickup. Kokos ist auf jeden Fall sehr hoch im Kurs, wie immer so im Sommer, ja, Richtung Frühling, Sommer. Und zwar White Choc Coconut. Freue ich mich sehr drauf. Das ist übrigens so ein großes, also das heißt, da sind 5 kleine drin, also ein größeres Pickup praktisch und 5 so kleine Stücke. Das finde ich richtig nice, weil das einfach auch so cool ist zum Teilen oder irgendwie irgendwohin mitzunehmen. Deswegen, ja, finde ich sehr cool. Schmeckt man gut raus. Kokos ist relativ dezent. Das finde ich aber hier tatsächlich ganz passend. Ansonsten schmeckt es wie ein Pickup mit weißer Schoki. Not bad. I like. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich nicht immer so begeistert war von den Pickup-Sorten. Manchmal waren die mir zu künstlich und ich mag einfach das Original lieber. Aber hier muss ich sagen, finde ich eine... Also finde ich genauso lecker wie das Original. Bin ich gerade richtig begeistert von. Ich mag diese kleinen Stücke. Also perfekt auch so, wie gesagt, zum Teilen, zum Mitnehmen. 5 von 5. Ganz eindeutig bin ich richtig happy drüber. Ich brauche auf jeden Fall jetzt was Herzhaftes und das habt ihr mir auch alle irgendwie hier empfohlen. Und zwar von Funny Frisch, diese neue Chipsorte. Ein paar haben mir geschrieben, die gab es letztes Jahr wohl auch schon, aber immer nur für kurze Zeit. Und zwar ist das Hot Chili Mayo Style. Ich glaube, die meisten von euch wissen, ich bin jetzt nicht so der krasse Chipsesser. Also es kommt eigentlich nie vor, dass ich mir Chips kaufe. Ich bin eher Team Schoki. Wie riecht das? Nach Pommesbude. Das erinnert mich daran, ja. Pommesbude. Aber wenn ich mir, glaube ich, eine Marke aussuchen müsste, wäre es Funny Frisch oder Pringles, wo ich mir Chips kaufen würde. Boah, das ist voll groß, ne? Okay, ich würde sagen, ich bin nicht so der krass scharfe Esser. Gut würzig, aber nicht scharf. Also nicht, dass man sagt, boah, mein Hals brennt, ich muss was trinken, überhaupt nicht. So, eigentlich perfekte Mischung. Man schmeckt aber es mit dem Mayo raus und es schmeckt eigentlich ganz nice. Und ich muss sagen, das Gewürz gefällt mir auch. Noch ein bisschen. Also für Chips muss ich sagen, das ist doch ganz nice. Hätte ich gar nicht gedacht. Also das ist, glaube ich, genau meine Sorte an Chips, die ich mir vorstelle, wenn ich mir mal Chips kaufe. Deswegen 5 von 5. Weiter geht's mit Haribo News. Habe ich auch noch gar nicht gesehen. Beziehungsweise, ja, scheint neu zu sein. Diese beiden Sorten, fangen wir mal mit der hier an. Und zwar Primavera. Das sind diese, wie heißen denn die? Die gibt es doch auch in anderen Sorten, oder? Das ist auf jeden Fall neue Aprikose und Pfirsich. Also es gibt Orange und Gelb. Ich probiere jetzt erstmal Gelb. Pfirsich, glaube ich. Oh, das war jetzt auch fies, ne? Ob das Aprikose oder Pfirsich ist. Aber ich glaube, Gelb ist Pfirsich. Schmeckt gut. Ja, ich würde sagen, Orange ist Aprikose. Weiß das zufällig jemand, ob ich da... Ach! Ich glaube, ich lag falsch. Ich glaube, ich lag falsch. Hier vorne sieht man ja, dass Pfirsich orange geschrieben ist.
und gelb ist Aprikose und ich habe es genau andersrum gesagt. Okay, fail. Oh, das ist aber auch schwer rauszuschmecken, muss man sagen. Ja, also es ist halt dieses mit so Marshmallow gefüllt. Das muss man halt mögen, aber ich finde es ganz lecker. Ich mag diesen fruchtigen Geschmack und das schmeckt wie diese Pfirsiche, die es auch von Haribo gibt. Und die mag ich sehr gerne, aber die würde ich mir noch eher kaufen. Deswegen kriegt das hier nur 3 von 5. Weil es, glaube ich, nicht so die Haribo-Sorte ist, die ich mir kaufen würde, weil es vom Geschmack her das gibt, was ich noch lieber mag. Wenn ich verstehe, was ich meine. Probieren wir mal das hier. Cola liebt Kirsche. Das finde ich fast noch spannender, muss ich sagen. Hier weiß ich aber ganz sicher, rot ist Kirsche und braun ist Cola. Okay, probieren wir jetzt erst das Kirsche. Erinnert mich an einen Emmerkal-Hustenbonbon vom Geschmack. Cola. Oh, nee. Nee. Sehr krass künstlich. Boah, nee. Ihr wisst, alles ist Geschmackssache. Also wenn ich was doof finde, dann müsst ihr das nicht blöd finden. Also dann ist es ja cool, aber... Nee, das ist irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Cola-Flaschen mag ich zum Beispiel. Aber das mag ich nicht. Leider nur 2 von 5. Kann ich gar nicht sagen, warum nicht so richtig. Aber irgendwie... Zu süß, zu künstlich. Und das ist dann irgendwie too much mit dieser Konsistenz. Ja. Eine Sache, die nach meinem Papa schreit, und zwar das hier. Super Dickmanns mit Lemon Cheesecake Geschmack. Das schreit förmlich nach meinem Papa, weil der liebt sowas. Mich erinnert das immer an Kindergeburtstag. Für mich gab es diese Schokoküsse immer am Kindergeburtstag, irgendwie bei anderen Leuten. Die sehen aber schick aus, muss man sagen. Nice. Oh, der Geruch ist richtig krass nach Zitronen. Es riecht richtig nach Kinder-Zitronenkuchen. Da sind einfach so Cheesecake-Brot-Krumen sozusagen dran. Und diese Marshmallow-Creme da drin schmeckt halt nach Zitronenkuchen. Nice. Die sind schon richtig krass süß, aber eigentlich richtig nice, muss ich sagen. Weil da steht, die schmecken wirklich wie was da drauf steht. Und was ich richtig cool finde, ist einfach, dass da oben diese Cheesecake-Krümel drauf sind. Und dadurch hat es richtig so, es ist nicht nur weich, sondern auch noch so ein bisschen crunchy. Das macht es besonders. Und für alle, die so auf Zitrone stehen, oh, ihr werdet das lieben, ganz sicher. Und ich muss sagen, von allen Dickmann-Sorten, es gibt diese kleinen, die größeren und so, ist das bisher meine absolute Favorite-Sorte. Deswegen bekommt die 5 von 5. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich echt sagen. Das war's auch schon wieder. Ich weiß, ihr wartet auf die eine oder andere Sache, zum Beispiel das Baklava Cookie Bros. Das wird kommen. Und auch den Dirty in Mango. Der wird auch kommen. Ich muss die noch besorgen. Das Baklava habe ich aber schon tatsächlich, habe ich organisiert, weil ich habe die einfach gefragt, ob sie mir das zuschicken. Also mega, mega cool, weil das gibt es halt wirklich noch nicht in jedem Supermarkt. Deswegen werde ich mit die erste sein, hoffentlich, die es testet. Wenn es euch Spaß gemacht hat, folgt mir auch super gerne auf Instagram. Da bin ich halt auch cool, glaube ich. Also da mache ich wirklich coole Rezepte, nehme euch in meiner Story mit, poste Reels, Fotos, Motivation und so. Deswegen, ja, viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal.